Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Commentary in meinem Kanal. Heute habe ich mal wieder ein kleines, aber vielleicht für euch doch noch interessantes Thema für euch, denn immerhin werdet ihr auf diese Waffen noch öfters zurückgreifen müssen, wenn ihr mehrere Male den Prestige-Button drückt. Ich rede natürlich von den Starterklassen und deren Setup, sage ich mal. Ist es gut, ist es schlecht, welches ist so ziemlich das Beste eigentlich und ja, zu welchem sollte man greifen und zu welchem eigentlich nicht. Fangen wir einfach mal an mit dem, das ich hier verwende, dem Grenadier. Die G36C mit zwei Aufsätzen, Rotpunkt und Tube und als Sekundär die PPM01 oder so, ja, die kleine MP, was die Klasse eigentlich schon mit so ziemlich eine der besten macht, denn man hat sowohl eine MP als auch, wie gesagt, schon die G36C dabei, was ein Sturmgewehr ist, und damit eigentlich schon die vielseitigste Klasse. Man kann je nach Situation und Bedarf zwischen diesen beiden Waffen wechseln. Und ich glaube, keine andere Waffe braucht man in diesem Spiel eigentlich, also keinen anderen Waffentyp. Denn, naja, aber dazu komme ich später. Okay, also was macht diese Klasse weiterhin besonders? Der Tube-Aufsatz ermöglicht es auch mal, sage ich mal, um Ecke herum zu ballern, wenn ich das jetzt so sagen darf, durch den Splash-Schaden. Dieser ist ja stark abgeschwächt und wenn Gegner gerade noch so hinter der Deckung verschwinden, ermöglicht er es einem doch, dann vielleicht noch den Kill zu kriegen. Und ich würde auch schon fast behaupten, ihn in diesem Spiel nicht mehr Noob-Tube zu nennen, der schon sehr COD4 ähnlich ist, der Tube in diesem Fall. Und dort hat, sage ich mal, gelinde gesagt, keinen Gejuck, wenn das Ding 5 Meter neben einem eingeschlagen ist. Das war ein leichter Hit geschenkt. Deswegen, ich werde ihn öfter mal so benutzen, jetzt so nicht dauerhaft oder irgendwo in der Ecke sitzen und rumtuben, aber ich werde ihn mit benutzen. Immerhin, diese Klasse bietet es an. Und da ich gerade den Prestige-Button gedrückt habe, bleibt mir nichts anderes übrig, als diese Klasse zu nehmen. Oder halt die UMP-Klasse, die für mich die stärkste Klasse darstellt, dieses ganzen Setups, was uns da angeboten wird. Denn immerhin, sie hat schon Schnellfeuer drauf und auch mit dem Perks zusammen ist sie schon ziemlich, ziemlich gut, Totenstille und so weiter. Also es ist schon dann der Explosionsschadenmarkierer. Es ist also schon richtig, richtig die stärkste Klasse. Auch allein für diese engen Maps, für die Map-Gestaltung. Man muss immer wieder gucken, ja, wo habe ich hier Close Quarter, wo habe ich eine offene Fläche und sowas alles. Deswegen, die Sniper-Klasse ist da ganz klar underpowered und ich finde, hier sind offene Flächen wirklich so selten wie schöne Momente heller von Sinn im Fernsehen zu sehen, nämlich praktisch nicht existierend. Und da muss man dann ganz einfach sagen, Sniper-Klasse, diese Standard-Sniper-Klasse ohne Fingerfertigkeit, ohne Quickdraw und zwar mit Marksman, aber ich spiele auch lieber wenn mit ruhiger Hand die Sniper oder halt Totenstille. Also, sorry, aber ohne Quickscope kommt man mittlerweile in diesem Spiel nicht aus. Die Maps sind so verwinkelt und, ja, vorhin ist jetzt meine Ausnahme, da gibt es ein paar Stellen. Aber das ist so, wie die schönen Momente, wie gesagt, von Heller von Sinn im Fernsehen sind, die sind praktisch nicht vorhanden. Und wenn, dann sind sie bei Genial daneben. Deswegen, und das ist dann halt eine Sendung, wo es toll ist, sie mal zu sehen. Also von daher, ja, okay. Also deshalb, die Sniper-Klasse ist absolut nicht empfehlenswert. Sie ist praktisch wirklich die Klasse, wo man sagt, okay, ich sitze in der Ecke und warte, bis einer kommt. Das ist mein Ding. Ja, das mache ich jetzt. Ja, ich setze mich hier hin. Okay, dann haben wir noch die Überwacher-Klasse. Halt mit dem dicken MK 46 MG mit 100 Schuss. Muss man jetzt der Fan von sein. Neuerdings haben sie ja auch einen Schadensdrop auf Distanz. Das hatten sie in MW2 ja nicht. Da haben sie ja konstant 40 oder 50 Schaden durch die ganze Map gemacht und waren halt ein Two-Hit- oder Free-Hit-Kill garantiert, egal auf welche Reichweite. Das ist nun auch anders. Der Schaden fällt, ich glaube, von 50 auf 30 ab, so ungefähr, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe gerade. Ich habe die Tabelle nicht vor Augen. Aber das heißt für mich immer noch, dass man sie immer noch, ja, gut mit 4 Hits jemanden gut wegömmelt. Und das über die ganze Map. Da muss man schon, ja, das ist schon nicht schlecht, da muss ich ganz ehrlich sagen, es reicht immer noch. Und passt zum Gesamtkonzept Modern Warfare 3 irgendwie. Teilweise fallen die Gegner gar nicht um, oder man braucht so viele Hits, oder man fällt wirklich nach 2 Hits um. Da irgendwie ich persönlich auch noch nicht die Distanz genau raus habe, wann wo was abfällt. Also ich kann hier noch nicht so gut abschätzen wie in Modern Warfare 2. Lohnt es sich jetzt auf den Gegner drauf zu gehen oder nicht? Weil oftmals ist es ja nun so, dass ein Gegner, bevor er tot ist, dann um irgendeine Ecke verschwunden ist. Und dann, so wie hier, ich hinterherlaufe und dann leider tot bin. Das kommt dann aber auf größere Distanzen öfter mal vor, weil man halt nur Hitmarker verteilt ohne Ende. Und da muss man noch so wirklich abwägen, abschätzen lernen in diesem Spiel, wie es denn genau ausschaut mit diesem Ding. Okay, da haben wir dann noch als allerletztes, glaube ich, die Ordnerklasse. Und da dachte ich mir so am Anfang, was soll denn der Scheiß? Also es ist die Striker, ja, ganz klar als Primärwaffe da drinne.
Und die Shotgun so als Primärgedöns, sage ich mal, ist ja schon sehr, sehr fragwürdig. Zumal da die Shotguns meiner Meinung nach relativ wenig Schaden machen eigentlich. Die Striker ist nun aber eine der Ausnahmen in diesem Fall, muss ich sagen. So ähnlich wahrscheinlich wie die AA-12, die habe ich aber noch nicht gespielt. Sie hat halt den Semi-Autoschuss, das heißt, man muss nicht nach jedem Schuss durchladen. Man kann wirklich so 10, 5, 6 Mal hintereinander schießen, sage ich mal, ohne Probleme. Sollte eigentlich reichen, um jemanden zu töten, reicht es auch locker, denn im Nahkampf gegen eine Shotgun wie die Striker, das hier ist jetzt vielleicht nicht die richtige Map dazu, aber ich sag mal, auf anderen Maps wie Dome oder so ist das absolut imbar. Man kann da wirklich durchrennen, batz, 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 batz und haut alles um. Also es sind immer 2 Schuss ungefähr, maximal 3. Und die hat man locker drin in dem Magazin, dafür ist es groß genug. Deswegen müsst ihr gucken, welche Klasse ihr nehmt. Also meine Empfehlung liegt ganz klar auf der Sturmgewehr oder auf der MP-Klasse, also UMP oder G36C. Ihr seht selber, ich benutze hier die ganze Zeit so ziemlich eigentlich die Zweitwaffe von der ersten Klasse, denn die Waffe ist einfach megamäßig stark. Davon gibt es schon so einige Waffen, die sich halt als sehr, sehr stark herauskristallisiert haben. Ich glaube, die brauche ich inzwischen keinem nennen. Für mich ist auch die G18 Akimbo in einer Form wieder weg und nennt sich jetzt FMG 9 Akimbo. Das ist wieder so ein Ding, was meiner Meinung nach dringend gepatcht werden muss, dieses ganze Akimbo-Gedöns. Also, wenn, dann muss das schon auf Shotgun-Reichweite sein, meiner Meinung nach. Also, dass man halt die Gegner nur dann richtig umbratzen kann. Aber die FMG 9 schafft es mal wieder natürlich auch auf mittlere Distanz noch, ich sag mal, gezielt umzunieten. Ne? Und mit gezielt auf Distanz aus der Hüfte halte ich es ja eigentlich nicht so, das nennt sich Sprayen. Und Sprayen ist halt, das kommt von Sprayen und Prayen, ich erkläre es mal kurz, weil das wurde schon öfter gefragt. Einfach draufhalten, hoffen, ne? Okay, das war's mal wieder von mir. Ich hoffe, das sind so, einige Tipps für euch dabei gewesen, die ihr gebrauchen könnt. Immerhin, ihr werdet noch einige Male vielleicht auf den Prestige-Button drücken, dann braucht ihr für diese Klassen. Und ja, das war's dann mal wieder von mir. Wie immer, bis denne, euer Tio.